Hallo zu einem Let's View des Magazins Kino, einer Kinozeitschrift, die wir mal in Deutschland hatten. Im Jahre 2022 gibt es dieses Magazin leider nicht mehr. Dies ist das Heft Nummer 84 vom September 1993. Jurassic Park kommt in die Kinos. Und ja, ich dachte mir, schauen wir uns das interessante Heft mal an. Ich habe gesehen, dass es schon ziemlich empfindlich geworden ist. Dieses Magazin hatte auch so eine Kleinigkeit am Problem, wenn man das hatte. Das war gleichzeitig geklebt ein wenig und geheftet, wodurch die Seiten sich leider auch von alleine gelöst haben. Das habe ich hier gemerkt, das werdet ihr auch gleich noch sehen. Ansonsten ist es vollständig. Und schauen wir uns mal das an. Wir haben das Jahr 2022. Somit können wir natürlich jetzt auch rückblickend sehen, was haben diese Schauspieler gemacht? 93, das ist eine lange Zeit. Das sind ja bald 30 Jahre, Leute. Nächstes Jahr 30 Jahre. Also, wir sehen schon vorne drauf, Porträt Keanu Reeves, Interview Sharon Stone und der Monsterfilm des Jahres 1993. So, schauen wir mal rein. Gleich fällt uns auf, Marlboro-Werbung, sowas gibt es schon gar nicht mehr. Zigarettenwerbung ist ja mittlerweile in Magazinen verboten. Planet Hollywood, das war das tolle Restaurant, wo man wirklich in dieser Zeit hin wollte. Ich bin in Planet Hollywood nur ein paar Mal gewesen in London. Wenn ihr meine Videos gesehen habt, ich habe auch schon mal ein T-Shirt angehabt zu Planet Hollywood. Das ist meine Erinnerung aus dem Londoner. Das Besondere an dem Essen dort, oder es ist normales Essen, meistens Burger, Pommes, Steak, also das ist nicht besonders, aber es sind unheimlich viele Hollywood-Requisiten dort aufgestellt. Wie echt sie sind, muss ich aber ganz ehrlich sagen, nach Betrachtung, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es, nee, ich sag mal so, es sind vielleicht 10% echt, der Rest sind nachgebaute Kulissenteile, denn es ist ja auch ein Unterhaltungssystem. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Original Handabdrücke gibt es, so ein bisschen wie auf dem Walk of Fame oder beziehungsweise beim in Los Angeles, jedenfalls beim Hollywood Boulevard sind ja die ganzen Fußabdrücke und so weiter, das haben sie ähnlich gemacht. Das ist auch immer sehr interessant. Wie gesagt, hier und da sind mal echte Requisiten da. Das hat es auch ausgezeichnet, dass es unterschiedliche besondere Sehenswürdigkeiten gab, die entsprechend aufgebaut worden waren. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Bruce Willis waren die Menschen, die sehr, sehr stark sich für das Planet Hollywood eingesetzt haben. Wir hier in Hamburg, wo ich wohne, war auch eins geplant. Es gab sogar T-Shirts. Sie haben die Eröffnung gemacht, oder Stallone, glaube ich, hat sogar die Eröffnung gemacht. Aber aus irgendwelchen Gründen gab es dann eigentlich keins mehr. Sehr, sehr schade. Und ich sehe gerade, das ist sogar aus dem Londoner. Das heißt, ich war da vor Ort. Wahnsinn. Echt cool. So, schlagen wir gleich auf. Die Newsseite. Hier heißt Tom Cruise und Kim Basinger und De Niro sollen ganz gerne mal gute Trinkgelder gegeben haben. So, und hier sehen wir auch schon so Smalltalk, Demi Moore. Erwartet das dritte Kind von Bruce Willis. Die waren hier auch mal verheiratet. Auch sehr interessant. Madonna. Ich will es jetzt auch nicht jeden Text lesen, aber ihr seht schon die Fotos, das ist schon ein echter Nostalgietrip. Ja, hier haben wir Werbung der Sparkasse. Und dann fängt das gleich auch an mit dem Hauptthema Jurassic Park. Riesenreibach mit Reptilien. So, ja, wir wissen, das war ein mega Erfolg. Der ist unvergessen und bis heute ein echter Klassiker. Zeitlos. Und ich finde es sehr, sehr interessant. Ich sehe, da ist ein Spiegeln drin meiner Beleuchtung. Gar nicht so einfach, das richtig hinzukriegen. Ich möchte recht optimal, aber es ist dadurch, dass immer da reflektieren die Magazine, nicht einfach all das darzustellen. So, wollen wir gleich mal weiterblättern. Den Jurassic Park gibt es eigentlich so viel zu sagen, dass ich gar nichts sagen möchte, weil ihr wisst auch schon so viel. Großartige Bilder, hier wird das so ein bisschen auseinandergenommen. Wir bedenken, zu dem Zeitpunkt war der Film noch nicht in die Kinos, das heißt, man weiß noch nicht, ob er erfolgreich wird oder nicht. Er war natürlich gehypt ohne Ende und auch stark beworben. Hier sehen wir auch, über Sam Neill wird geredet, der ja mehr durch Nebenrollen in Erscheinung getreten ist und nicht so bekannt
für die Mainstream-Zuschauer war. So, hier haben wir eben halt Roter Oktober, da hat er eine Nebenrolle gespielt. Auch ein großartiger Film, kann ich auch nur empfehlen. An der Seite von Sean Connery. So, weiter geht es. Hier die Vorlage. Michael Crichton, der Autor, hat den Roman Dino Park, so hieß er lange Zeit im Deutschen, verfasst. Kann ich auch nur empfehlen. Das ist wirklich ein großartiger Roman. Sehr, sehr spannend, sehr interessant. Michael Crichton hat auch eine riesen Vergangenheit. Runaway, Spinnen des Todes, auch einer meiner Jugendfilme. Hat viele Sachen auch inszeniert, Regie geführt, Andromeda, Koma, Regie geführt und auch geschrieben. Die Wiege der Sonne, auch ein sehr, sehr spannender Film, der auch im gleichen Jahr wie Jurassic Park kam. Und er hat auch noch sehr viel mehr geschrieben an Büchern. Emergency Room, die Ärzte-Serie, hat es auch aus seiner Feder. Ein wirklich sehr, sehr guter Regisseur und Drehbuchautor, Romanautor, kann ich nur sagen. Wenn ein Film wie Jurassic Park kommt, dann kommen natürlich auch Ableger, Carnosaur, so ein Horror-Ableger, sollen sehr, sehr trashig sein. Brauchen wir uns nicht unterhalten. Und man sieht hier, ganz, wenn man ganz genau guckt, hier bricht leider die Seite. Deswegen haben wir daher die losen Seiten so ein bisschen. Das ist leider eine Krankheit dieses Magazins gewesen. So, hier gucken wir uns mal an. Mailbox, da wurden dann Leserbriefe geschrieben. Ja, sowas gab es auch mal in der Vergangenheit. Zigarettenwerbung, brauchen wir uns nicht unterhalten. Christian Bale, hier haben wir einen jungen Christian Bale. Über Batman weiß man noch gar nichts. Robert Sean Lenhardt, ja, ein kurzer Schauspieler, der auch in Club der Toten Dichter auftauchte. Auch von dem nicht mehr so Mainstream. Matt Dillon auch noch sehr jung und hier Christian Bale übrigens auch durch Club der Toten Dichter im Vordergrund. Andy Garcia, der Pate 2, Untouchables, auch sehr bekannt. Und hier haben wir eine Mega Drive-Werbung von dem Ottifanten-Spiel. Ja, Wahnsinn. Ihr seht hier, es löst sich. Das ist das Problem, was ich sagte. Deswegen bin ich auch sehr vorsichtig. Ja, ihr seht hier, dass egal wie ich das möchte, dass ich muss sehr vorsichtig sein. Ja, Keanu Reeves, unser John Wick, Neo. Ja, Neo ist 1999 auf die Leinwand gekommen. Das ist 7 Jahre sozusagen oder 8 Jahre davor gewesen. Ja, wer hätte mal gedacht, was aus dem Schauspieler wird. Musik hat er schon immer gemacht. Und er war unser Bill und Ted zu dem Zeitpunkt schon. Und hier hat er ja ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das jetzt war. Ich habe da hier kein Stichwort. Doch, Der letzte Kaiser war das hier. Wo er einen Prinzen gespielt hat. Auch ganz ungewohnt. Eine kleine Biografie. Viel Lärm um nichts. Hier seht ihr, das hat sich leider gelöst. Auch hier seine Filme, die wir so bisher kennen. Da haben wir Bill und Ted's Verrückte Reise durch die Zeit. Hier Gefährliche Liebschaften, auch ein Klassiker, wo er eine Hauptrolle gespielt hat. Und ihr seht, Bram Stokers Dracula war gerade und da ist auch nicht schlecht. Ja, hier Gefährliche Brandung, auch einer seiner Hits. Also er war jetzt auf dem aufsteigenden Ast, sagt man. Er war dabei, ein Star zu werden. Er hat jetzt die ganzen Sachen, die Filme, die ihn bekannter machen. Kenneth Branagh, hier auch ganz jung, bei Viel Lärm um nichts. Brenner, der ja mit den Peru-Filmen aktuell da ist. Ja, ganz genau. Ja, hier sehen wir, es löst sich und das finde ich sehr schade. Das Piano, ein Klassiker. Nicht mein Film, aber sehr, sehr klassisch. Telekom-Werbung. Und ein Film, der Sharon Stone in den Mittelpunkt gerichtet hat. Das Sliver. Ihr kennt es. Das ist sozusagen, wurde als Fortsetzung von Basic Instinct gehandelt, obwohl sie hier mehr so das Opfer von Voyeurismus geworden ist. Wirklich nicht schlecht, ein gut gemachter Thriller. Vielleicht so ein bisschen zu sehr auf sexorientiert will ich nicht sagen, aber es war natürlich die Zeit, wo man ein bisschen mit Erotik da auch punkten wollte. Aber wirklich sehr unterhaltsam. Martin Landau, auch ein geschätzter Schauspieler von mir, spielte sogar mit. So, weiter geht es. Die nächste Seite. Posse, Mario Van Peebles, Western, West Western,
hat, wo er selbst die Hauptrolle spielte und eben halt ein paar Schauspieler um sich herum zog. Mit Stephen Baldwin dabei, also schon bekannte Jurassic Park Soundtrack-Werbung vom ersten Teil. Kann den Soundtrack auch nur empfehlen. John Williams Musik ist genial, einfach genial. Billy Zane. Ach, es ist sehr schön, wenn man das sich so anguckt. Ja, hier haben wir Dennis Hopper, unser Easy Rider. Hier mit Kristen Slater, True Romance. Easy Rider, unvergessen. Ja, also er war ja in Gespräch gerade gewesen, weil Super Mario, der Film, draußen war. So, wir haben hier Wer killt besser? Nikita, auch ein richtig guter Film mit Bridget Fonda, kann ich auch nur empfehlen. Und dann wurde mal so ein bisschen drüber diskutiert. Die AK-Werbung, brauchen wir auch nicht. Das hat diese Zeitschrift ausgezeichnet. Sie hat Making-of sozusagen gehabt. Und hier geht es ja um Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft, beziehungsweise ja für die Fortsetzung. Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby. Wie die Tricks gemacht sind. Kelly Russell, noch sehr jung, als junges Mädchen. Ja, zum Beispiel im dritten Mission Impossible Film hat sie einen kleinen Auftritt als Agentin ganz am Anfang. Sehr, sehr interessant, wie der Werdegang ist. Rick Moranis war großartig. Überhaupt ein sehr, sehr schöner Kinderfilm, kann ich auch nur empfehlen. Und ihr seht, man hat mit viel richtigen Kulissen gearbeitet, hier mit den Riesenfüßen. So, hier haben wir Die Spur des Windes. Das ist ja auch ein deutscher Film mit Maximilian Schell. Baccarat sagt mir nichts. Bittersüße Schokolade, auch bekannt, habe ich aber auch nicht gesehen. Spuren von Rot mit Belushi, Naked in New York, Born Yesterday, Don Johnson, Melanie Griffiths und John Goodman, großartig. Jetzt im Kino, da sehen wir, was ist gerade so draußen. Schwiegersohn Junior, ach, auch nicht gerade gut. Ich und Christine mit Götz George. Ihr seht das. Surf-Ninjas, ja, Ninjas sind in aller Munde. Poster von William Baldwin. Poster von Posse von dem Film, auch sehr cool. Jetzt haben wir hier Werbung von einer Salinenschüssel. So, dann gab es jetzt hier ein paar Soundtracks. Wie gesagt, Jurassic Park kann ich nur empfehlen. Rocksongs, Neil Young hat ein neues Album gerade rausgebracht. Es gab Musiktipps von Howard Jones. Spielberg, Buch. Ja, es wurde alt. Was gibt es für Filmfans, ne? Ist nicht schlecht. So, über Laura Dern, die ja auch jetzt durch Jurassic Park sehr gehypt wurde, auch sehr bekannt. Aktuell war sie im letzten Star Wars Film, die letzten Jedi im Star Wars Film im vorletzten drin zu sehen, und sie wird im neuen Jurassic World das neue Zeitalter auch zu sehen sein. Oder ein neues Zeitalter. In ihre ganzen Filme. So, ihr seht, das kam auch schon aus dem Cinema Verlag, dieses Magazin Kino. Es war ein Ableger der Cinema, wenn man es genau nehmen will. Denn hier sehen wir die ganzen Cinema-Bücher. Cinema hat eine Menge Bücher herausgebracht zu Themen, ein bisschen Hintergrundthemen, auch sehr viele interessante Bücher. Kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr die mal auf dem Flohmärkten findet oder so. Vielleicht mache ich auch mal Blättervideos von einigen der Büchern. Ich habe ein paar hier geheim, kann ich nur empfehlen. Das sammelt alle Artikel, Hintergrundberichte, alle Artikel der Hintergrundberichte, die in diesem Magazin sind. Sehr, sehr informativ. Über viele Klassiker wird dort ja berichtet. Oder überhaupt auch unglaubliche Filmszenen. Auch ein tolles Buch. So, weiter geht es. What Love's Got to Do with It. Tina Turner. Verfilmung ihres Lebens. Auch ein schönes Drama mit großartiger Musik. So, nächste Seite. Ja, das ist sozusagen eBay, Retro-eBay. Man hat damals noch Anzeigen geschaltet. Tarantula Records, habe ich früher auch Soundtracks gekauft. Gab es echt seltene Dinger dann teilweise. Super Mario Bros. Werbung über das Album. Almost Unreal von Roxette fand ich wirklich klasse. Und Walk the Dinosaur, ja,
ist halt eine Sache für sich. Nicht schlecht. Noch weitere Sachen. Hier konnte man ein paar Filme bestellen, auf Videokassette. So. Videokassette VHS war halt noch draußen. Ja, wie ihr seht, viel zu kaufen. Anzeigen von Geschäften, wie andere Welten. Auch einer, der viel ja, Filmstuff verkauft hat. Sehr informativ. So, hier mal ein Kreuzworträtsel. Auch sowas war sehr beliebt in Magazinen früher. Heute vielleicht nur noch auf der Bildzeitung. Hier konnte man Preise gewinnen. Darunter den Roman von Cliffhanger. Der ist gar nicht so schlecht, habe ich auch früher gelesen. So ein paar Fragen zu beantworten. Quiz. So, fast durch. Ja, was gibt's demnächst? Ne, Paul Hogan kehrt zurück mit der Komödie Lightning Jack. War sehr gefloppt. Also kein sehr erfolgreicher Film. Wen haben wir denn noch? Dennis Hopper Schobert wieder. Der wollte wohl noch einen Easy Rider fortsetzen, das kam nie dazu. Drew Barrymore, Bad Girls, den Film, der sollte kommen, dieses Western, großartiger Film. Kurt Russell wird Cowboy, wo wird das? In Tombstone, Tombstone, auch ein interessanter Western. Ja, wir haben hier einiges. Sehr interessant. Hier ist der Fotos von Sachen. Das ist schon sehr interessant, das alles zu sehen. So, wir haben hier noch weiter. Ja, hier ist dann die Kulissen. Man konnte hier nochmal einen Soundtrack von Mario gewinnen. Autogrammkarten war auch sehr beliebt damals. So ein bisschen, auch hier auch in der Bravo. Marissa Tomei, sehr, sehr jung. Wer kennt sie jetzt als Tante May in Spider-Man im aktuellen Tom Holland-Film, Billy Crystal, Jeff Goldblum, das muss ein Bild aus der Fliege sein. Michael Douglas, Robert Redford, De Niro, alle natürlich sehr jung, ist logisch, 30 Jahre fast hier. Hier sehen wir nochmal die ganzen Namen. Ja, Pro7 gab es auch schon damals. Hollywood-Werbung, ganz altes, hier seht ihr das alte Pro7-Logo. So, das war's mit Kombra-Werbung. Schließen wir ab. So. Ja, das war ein Ausflug ins Jahr 1993. Ja, zum Magazin Kino und Jurassic Park. Und das soll es auch gewesen sein. Wenn euch das gefallen hat, bitte ein Like, ein Kommentar und falls ihr noch nicht habt, abonniert mich gerne. Ich freue mich auch, wenn wir uns ja, beim nächsten Mal wieder hören oder sehen. Bis dahin.